Servus, liebe Leute, und heute aktivieren wir mal ein Glücksei und führen mal diverse Entwicklungen durch. Ihr habt es im Titel entnommen, was wir für seltene Pokémon heute entwickeln werden, aber wir wollen heute Level 23 erreichen. Somit müssen wir auch die lausigen Entwicklungen mit Taubsi, Raupi und Hornio machen, aber das ist hoffentlich nicht so schlimm. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, spult bis keine Ahnung wie weit vor. Ich sag's euch dann, wenn es soweit ist, schreibt's euch in die Kommentare. Nein. Guckt es euch einfach an, so schlimm ist es nicht. Dauert auch gar nicht so lang. Und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt erstmal ein Glücksei. Glücksei aktiv, warum nur 23 Minuten? Das ist ja voll Beschiss. Ich fühle mich verarscht, Schiri. Okay, wir beeilen uns diesmal ein bisschen, weil sonst reicht uns das irgendwie nicht. Wieso kriegen wir sowas? Hier, Enteron, Mirabla, Goldini, sowas werden wir alles sehen. Und ich würde mal sagen, wir gehen aber namentlich durch. Nicht namentlich, nummermäßig durch. Und fangen erstmal mit den etwas schlechteren Entwicklungen an. Also wir sollten das schon über die Bühne kriegen, denke ich. Vielleicht machen wir da auch zwei Parts raus, wenn es ein bisschen länger dauert. Hoffe ich aber nicht. Aber ja, sehen wir ja dann alles mal. Raupi in the house. Zu was wird denn das wohl? Natürlich zu einem wunderschönen Safcon, das kein Mensch braucht. Die Animation kann ich euch eigentlich fast schon ersparen, aber ist trotzdem nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Safcon ist aber nicht gut. Nächste Raupi wird auch mal entwickelt. Ich brauche die Safcons nicht. Und Bibos und Smetbos natürlich auch nicht. Deshalb werde ich die Safcons und die Kukunas nicht mehr weiterentwickeln. Vielleicht das Beste lassen und den Rest abstoßen. Aber ich mache es dann nur aufgrund der EP. Sonst würde ich das gar nicht machen. Man bekommt ja doppelt so viel EP mit Glücksrad. Das sind erstmal schöne 1000. Das kann man auf jeden Fall gerne mitnehmen. Und warum denn nicht, wenn man es gerade mitnehmen kann? Nehme ich die gerne mit. Mache ich erstmal die Raupi-Front kurz. Dann habe ich die erstmal schon weg. Dann kommt noch die Hornliu-Front, glaube ich. Und warum habe ich nur 23 Minuten Glücksei? Das ist ja krass unfair. Das ist richtig unfair. 23 Minuten, das ist ja fast nichts. Okay, wir müssen auch nur 45 Entwicklungen machen. Das ist eigentlich, weiß nicht, ob das machbar ist. Ist schon machbar, notfalls pfeife ich noch ein zweites Glücksei rein, aber das ist echt ein bisschen unfair. Richtiger Glücksei-Hack. Was soll das eigentlich? Glücksei-Bug. Könnte ich vielleicht noch einen Titel schreiben, keine Ahnung. Ihr habt ja gelesen, was ich geschrieben habe. Weiß ich zu dem Zeitpunkt eh noch nicht so richtig, was jetzt drin steht. Überlege ich mir dann immer kurz vor dem Video, bevor ich es veröffentliche. Ich lade immer erst privat hoch und überlege mir dann erstmal alles, was ich machen soll. Safcon zum fünften Mal, ne, zum vierten Mal. Also wir brauchen nur noch zwei Raupis. Immer mit der Ruhe, Jungs. Das habe ich perfekt ausgerechnet. Zwei Raupis gehen noch klar. Dann haben wir erstmal grundsolide 6000 EP bekommen durch die Hässling Raupis. Warum denn nicht? Nimmt man doch gerne mit, die EP. Man kann sagen, was man will. Man will sie nicht fangen, man braucht sie nicht. Aber für die EP, wer nimmt sie denn nicht gerne mit? Deshalb zeige ich es euch jetzt auch. Ich könnte es auch kurz einen Cut setzen, aber habt ihr lieber ein längeres Video, könnt ihr auch vorspulen, wenn es euch nicht interessiert, was ich hier entwickle mit Raupi. Ist ja klar, was da immer rauskommt. Aber ich kann ja nicht die dicken Fische gleich vorhauen und schaut sich kein Mensch das restliche Video an. Ist natürlich klar. Aber ich werde wahrscheinlich zwei Parts draus machen, so wie ich das jetzt sehe. Weil ich glaube, die ganzen Taubsi-Entwicklungen tue ich euch nicht an. Ich bin noch um überlegen. Ja, mal schauen. Wir machen einfach immer den Meilenstein und dann hauen wir mal eine geile Entwicklung raus, würde ich sagen. So würde ich das jetzt echt machen. Jetzt haben wir die ganzen Safcons und jetzt würde ich auf Favorit gehen und wir hauen jetzt einfach mal einen von den coolen Entwicklungen von hier oben raus. Das ist entweder ein Muschas, ein Sterndu, ein Sepor, so irgendwas. Das ist ein bisschen cooler, ist. Ich würde mal sagen, wir hauen jetzt gleich mal. Nein, das Enton ist das Beste, das hauen wir jetzt noch nicht raus. Ich würde sagen, wir hauen mal ein schönes Sterndu jetzt erstmal raus. Ein schönes Starmie. Dass es nicht zu langweilig wird. Und dass ihr natürlich auch noch eifrig mitfiebert, bedeutet, nach jeder schlechten Entwicklung bekommt ihr eine hübsche, schöne, gute zu sehen. Warum denn nicht? Kann man doch gerne mitnehmen. Nimmt man doch gerne mit. Und das ist Starmie. Ich habe keine Ahnung, wie hoch es ist. Ist auf jeden Fall ein neuer Eintrag im Pokédex. Hatte ich davor noch nicht. Komm, über 1000 wäre gut. Über 1000 wäre wichtig. Und das bekommt auch nochmal richtig Punkte. Über 1000. 1225. Richtig geil. Juwelenkraft. Oh, das sind Scheißattacken, glaube ich. Ich weiß nicht. Juwelenkraft und Ruckzuckhieb. Ich glaube gar nicht mal so geil. Aber nehme ich natürlich auch mit 1225er Starmie. Kann man auf jeden Fall mal sich richtig gönnen. Lasst man. Boah, ich will es gar nicht mehr als Favorit. Und ich würde sagen, gehen wir jetzt mit den Taubsis weiter. Da haben wir etliche Taubsis ohne Ende.
Das dauert natürlich auch ein bisschen, aber wie gesagt, ihr verdient euch nach 10 schlechten Entwicklungen natürlich eine richtig gute. Ich verdiene mir das natürlich auch. Ich muss mir das doch auch angucken mit den Taubsies. Und ich find's trotzdem geil. Ich weiß nicht, ihr findet es vielleicht nicht so geil, aber die Spannung bleibt natürlich höher, wenn ich die besseren zeige. Aber ich kann ja natürlich nicht alle raushauen. Müsst ihr immer bedenken. 704er Tauburger. Das ist ordentlich. Und wir gehen zum nächsten Taubsie. Mal schauen. Kommt es an die 700er Marke ran? Boah, über 700er Tauboga, schon richtig heftig. Vielleicht machen wir da noch einen Taubers. Nein, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich will im Glücksfall das jetzt nicht verpulvern, aber ansonsten kann man das gerne mal machen. Verstehe leider nur nicht, warum ich nur 23 Minuten das scheiß Glücksfall habe. Ist ein bisschen blöd, aber 677 ist auch stark. 370er Taubsi haben wir hier noch. Die Taubsis muss man natürlich auch runterentwickeln, denn die bringen auch so scheiße viel EP. Ich glaube, 14 können wir noch machen. Nachdem, keine Ahnung, wie viel Taubsis ich habe. Unendlich viele, aber das ist, ich habe es jetzt auch so eine Woche lang gesammelt, das ganze Ding, dass ihr auch ein bisschen was davon habt. Und nicht nur so langweilig Entwicklung seht oder nur ein paar. Das Glücksei muss ich natürlich auch rentieren. Ich kann ja natürlich nicht immer nur ein Glücksei raushauen, damit irgendwas ist. Ach, können wir uns mal zwischendrin mal einen Habitak. Könnte über 1000 gehen? Über 1000 das Habitak? Ah, ich bin am Überlegen. Ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Schreibt es in die Kommentare. Geht's über 1000? Geht's nicht über 1000? Ich sage, es geht nicht über 1000. Geht garantiert nicht über 1000. Und ein schönes Ibitak. Ja, es wird so 900 rumkratzen. Vielleicht ein bisschen höher. 962, okay. Gut geschätzt, Pascal, gut geschätzt. Was machen wir als nächstes? Nochmal ein Taubsi, komm. Nochmal ein Taubsi zwischendrin. Taubsis gehen immer. Taubsis hat man auch ohne Ende, das kann ich euch sagen. Hornio Taubsi Raupi, meine absolute Lieblings-Pokémons, wenn es ums EP-Farm geht. Und zum Fangen hasse ich sie wie die Pest. Ich hätte bestimmt noch viel mehr, aber ich habe teilweise auch welche ausgelassen, weil ich keinen Bock hatte, da nur die zu fangen. Und wenn man halt mal in einer größeren Stadt ist, will man natürlich die besseren Pokémon fangen. Und nicht immer nur die Larifari, um seine Pokébälle einfach so lässig zu verwerfen. Geht natürlich auch klar, aber muss man ja nicht unbedingt machen. Ich glaube, ich mache das Ganze in zwei Parts, Freunde der Ganggymnastik. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht ziehe ich es auch in einem Part richtig krass durch. Ach, machen wir es in einem, komm. In einem Part ist natürlich gar nicht so schlecht. Hoffe, ihr habt es natürlich ganz angeguckt. Denn es kommt ja noch das Enteron. Das Starmie habt ihr jetzt schon gesehen. Das Enteron kommt noch. Dann kommt noch das Golking. Boah, Taubsi-Entwicklungen sind natürlich echt langweilig, ich weiß, tut mir auch was leid, aber muss natürlich auch sein, das gehört zum Spiel dazu, ich habe es nicht erfunden, also macht mir keine Vorwürfe. Und je länger das Video, desto mehr könnt ihr sehen und es ist schon nicht schlimm. Besser als zwei Parts zu machen und jetzt, dass ihr nicht alle seltenen seht. Habt ihr eben diesen Tag noch was zu tun, was ist schon für ein Tag? Dienstag? Mittwoch wird's glaub kommen, Donnerstag, keine Ahnung, je nachdem wie ich Lust und Laune habe. Und wir haben, was für eine Überraschung, noch ein Tauboga. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal wieder nach einem schöneren Enteron. Sollen wir einen Enteron machen? Nein, ich würde das Golking machen. Ich würde das noch interessieren, wie viel haben wir noch vom Glücksfall? 15 Minuten. 15.000 EP haben wir jetzt schon bekommen. Ja, 15 Minuten, das heißt, 23 ist vorbei. Oh. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die besseren Entwicklungen, gucken, dass wir es dann schön durchziehen. Enteron. Ich sag 1350. Richtig krass. Richtig, richtig krass. Boah, richtig krass. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Und es gibt auch erstmal einen schönen neuen Eintrag ins Pokédex-Registrierbuch. Heißt bestimmt nicht so. In den Pokédex natürlich. Und wie viel? 1300 plus wäre gut. 1300 plus. 1412. Aquaknarre in Hydropumpe schon mal überragend. Richtig gut. Und haben wir da oben schon 1412, schon richtig krank. Richtig krank. Ich würde mal sagen, wie viel haben wir denn noch? Haben wir noch viel? Boah, Hornlius, Taubsis haben wir natürlich noch ordentlich. Aber das bekommen wir natürlich auch gleich weg. Ich würde mal sagen, oben haben wir nichts mehr. Gehen wir jetzt einfach mal von oben nach unten durch. Fangen wir mit dem Zubat zum Golbat an. Kann ich natürlich zwei machen. Das könnte über 1000 kommen, das Zubat. Denke schon, dass es über 1000 kommen wird. Müsste eigentlich schon drin sein. Über 1000. Richtig, richtig heftig. Und das Zubat wurde zum Golbat und kommt auf 1010. 1095.
Nehme ich auch gerne mit. Wie hoch kommt das Zubat? Vielmehr das Goldbad jetzt. Auch über 1000. Ja, müsste über 1000 kommen. 1095 war das davor. Das ist, ich glaube, 2 EP schlechter oder so. Dann 2 WP natürlich. Tut mir leid. Das sollte natürlich auch locker über 1000 kommen, schätze ich jetzt mal. Wenn nicht, wäre das richtig blöd. Aber kann man auf jeden Fall machen. Komm schon. 1069, das ist natürlich ein bisschen schlechter, aber kann man natürlich auch noch mitnehmen. Ich würde mal sagen, machen wir jetzt erstmal ein lässiges Nidoran noch. Will natürlich die guten Entwicklungen alle mitnehmen und vielleicht schneide ich euch dann die restlichen einfach raus und lasst es einfach gut sein. Werde ich die restlichen noch entwickeln, die Taubsis oder die Hornius voll, die interessieren euch ja eh nicht. Vielleicht zeige ich euch dann noch kurz, wie viel EP wir am Ende rausbekommen haben. Seht ihr natürlich dann auch. Und wir sehen das Nidoran, oh, Nidorino, sorry. Nidorino in the house. 754, das ist nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Gönnen wir uns noch ein Duflo? Ach was, wir machen jetzt erst noch kurz die Ratzfratz immer da. Bis zum dritten Ratzfratz machen wir uns noch kurz das durch. Dann kommen die Besten, dann kommen wahrscheinlich nur noch Hornlius und Taubsis. Das schneide ich euch dann einfach raus, weil sonst wird die Folge zu lang. 11 Minuten ist sie ja jetzt schon, dann ist sie so 14 Minuten lang. Sollte eigentlich passen, habt ihr genug Entwicklung gesehen. Schneide ich euch noch kurz ans Ende wahrscheinlich, wie viel WP wir dann, ja, ganz sicher WP, EP wir insgesamt rausbekommen haben. 837er Ratzfratz, gar nicht schlecht. Ein Taubsi gönnen wir uns noch kurz. Taubsi, Ratzfratz, Taubsi, Ratzfratz. Und dann noch die besten Entwicklungen. Und dann sind wir durch für die Folge. Dauert natürlich immer die Animation, sonst wird das alles viel schneller gehen, aber ich finde die Animation trotzdem cool. Vor allem bei neuen Pokémon feiere ich es umso mehr. Bei ein bisschen älteren, keine Ahnung, die finde ich dann nicht mehr so amüsant. Wenn du 3000 Taubsis entwickelst, findest du die Animation irgendwann auch richtig hässlich. Ratzfratz noch. Ach, vielleicht mache ich noch einen Tauboss. Wer weiß, vielleicht mache ich noch ein schönes Tauboss. Weil ich keine Lust mehr habe auf die ganzen Taubsis, aber Level 23 würde ich halt schon gern sein. Wäre schon nicht schlecht, würde ich sagen. Ne, schon nicht schlecht, ne. Wäre schon nicht schlecht. Aber Ratzfratz ist in der Haus zum Ratikar. Na, fast der Ton. 1 zu 1 nachgemacht. Kann man auf jeden Fall mal sich so geben. Boah, 808 und Hyperstrahl. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Wir machen ein letztes Taubsi und ein letztes Ratzfratz. Dann kommen die größeren Brocken noch. Und dann haben wir es geschafft. Ich fand die Kombination eigentlich auch nicht schlecht, dass wir Starmie und Enteron einfach mal ein bisschen vorgezogen habt. Denn sonst wäre es auch ein bisschen langweiliger gewesen. So habt ihr mit zwei heftige Entwicklungen schon gesehen. Das ist natürlich klar. Für die, wo jetzt vorgespult haben, tut es mir leid, müsst ihr zurückspulen und schaut es euch halt nochmal an. War auf jeden Fall lohnenswert, würde ich sagen. Oder was meint der Rest? Schreibt es in die Kommentare. Das Ratzfratz tun wir uns natürlich auch noch schön an. Das wird das letzte Radikal für diese Folge. Mehr habe ich natürlich nicht mehr. Ich kann ja nicht unendlich Ratzfatz-Bonbons mit mir herschleppen. Ich bin ein Trainer, der ein begrenztes Volumen mit sich führen. Boah, was glaube ich. Okay, ein bisschen fachsimpeln muss natürlich jetzt auch sein am frühen Nachmittag. Frühen Morgen, wollte ich sagen. Früher Morgen ist nämlich ja gar nicht. Wir sind schon bei 13 Minuten 30, ist in Ordnung. Und da haben wir leider nur Schaufler bekommen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir von oben durch mit den Brocken voll. Das sind die Brocken, sind. Wir fangen an mit dem Seemon. Dann kommt das Kingler. Boah, Seemon, heftig. Seemon, Kingler, wir gehen jetzt einfach nach oben durch. Den Rest schneide ich euch dann raus. Und jetzt sehen wir nur noch die geilen Kingler. Was läuft in Kingler? Seemon, keine Ahnung wie hoch der Multiplikator ist. Hab's einmal nur aufs Level 16 gefangen, das war gruselig. Hoffentlich kommt's auf über 1000. Über 1000 ist immer so mein Ziel. Wäre auf jeden Fall richtig heftig. Hatte ich schon und 947. Kannst natürlich noch ein bisschen Power upen, weil seine Attacken sind echt geil. Mache ich vielleicht nachher noch. Ist auf jeden Fall ein gutes Pokémon. Wir können uns noch einen Kingler. Das müsste natürlich auch vielleicht über 1000 gehen. Wer weiß. Wäre gut, wenn es über 1000 gehen wird. Würde mich natürlich auch freuen. Komm schon, Kingler. Beißen. Und Kingler. Boah, mit seinen Riesenscheren. Überragend sieht das aus. Überragend. Ein Kingler. Das ist halt der King. 1029. Boah, sind das für scheiß Attacken. Jetzt gönnen wir uns noch einen Austoss, einen Omad und einen Gold King. Dann war's das. Komm, Austoss. Austoss.
Komm, über 1000 könnte das Ausdruck jetzt mal sein. Mein letztes ist 840, glaube ich. Und 900. 1000? 1135er Austoss mit Eis Odem und Blizzard. Das ist natürlich echt mal zu gebrauchen, würde ich sagen. Das ist natürlich echt mal zu gebrauchen. Das ist echt ein Brocken. Und Blutzug 451 wird zu keinem Tausender O-Mod, bin ich mir jetzt schon sicher. Kein Tausender O-Mod wird das. Hundertprozentig nicht. Da könnt ihr wetten, was ihr wollt. Es hat keinen Multiplikator von 2, glaube ich. Das kann nicht so hoch sein, weil ich habe letztes Mal so ein 400er Blutzug entwickelt, das wird um die 800 sein, vielleicht 800 irgendwas. Guck, 848 habe ich mir schon gedacht. Und jetzt kommt noch Goldini und das gute Duflor. Und dann sind wir durch für die Folge, Freunde der Krankengymnastik. Hoffe, es hat euch bis hierhin jetzt erstmal schön gefallen. Die Entwicklung finde ich natürlich richtig heftig. Und meine Pokémon werden dadurch natürlich auch noch alle ein bisschen stärker. Denn ein paar hatte ich noch nicht, ein paar sind richtig heftig. Und vor allem für Arena-Kämpfe ist das natürlich auch nochmal was Schönes. Hoffentlich kommt das der Horny Fish über 1000, wäre richtig wichtig. 1100 wäre richtig geil. Komm, 1000. 1146, richtig geil. Gift-Hieb und Eissturm. Ja, nehme ich mal mit, warum denn nicht? Kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen. Macht ja nichts, wenn man es nicht mitnehmen würde. 704er Tauboga zur Feier des Tages. Nein, Mann. Entwickle ich jetzt nicht. Jetzt kommt noch das Duflor, was hoffentlich über 900 geht. Das wäre richtig geil. Über 900. Habt ihr hoffentlich die letzte Folge gesehen mit den. Was war es mit dem. Egg Opening, hoffentlich habt ihr es gesehen. Wenn nicht, schaut es euch an. Ist wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Glaube ich zwar nicht, aber vielleicht ist es ja so. Vielleicht hat der Pascal mal dran gedacht. Ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht ist er ja mal so aufmerksam gewesen. Glaube ich zwar nicht, aber ja, wir halten mal so fest. 939er Duflor, perfekt. Und ich würde sagen, dann war es das für die Folge. Ich zeige euch zum Abschluss nochmal, was ich gefangen habe. Oh, was ich gefangen habe, wie das Abschlussresultat aussah. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.